seid gegrüßt, meine lieben und tapfersten aller Freunde, zurück bei Rising World in unserem Zuhause. Wir sind von der großen Tour, kleiner Huster, schneide ich natürlich hinterher raus, von der großen Tour zurück und ich muss jetzt mit dem Dustin erst nochmal klarkommen, so. Und ich habe mal all unsere Sachen, die wir so raus, die wir gefunden haben in dem Dungeon, habe ich hier mal reingepackt. Ich nehme jetzt erstmal die Erze raus, das sind nämlich schon eine ganze Menge. Und die bringen wir erstmal alle rüber in die Schmiede, um da dann nett den Ofen anzufeuern und ein wenig Erze zu schmelzen. Das ist noch Silbererz, da haben wir nur einen von, okay. Vielleicht haben wir noch Silbererz da, man weiß es ja nicht genau. Und das ist Kohle wahrscheinlich, ne? Ne, Wolfram. Kohle haben wir gar nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Aber hier haben wir noch einen Block, den würde ich gerne in die Blockkiste packen, aber in die Steinblockkiste, genau. Es geht weiter bei Rising World, das ist die gute Nachricht. Okay, die ist auch schon ziemlich voll, unsere Steinblockkiste. Da können wir uns öfter mal raus bedienen. Lalala, das ist fertig, das können wir erstmal rausnehmen. Es ruckelt gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Anscheinend gibt es hier irgendwelche Probleme mit Rising World. Ich weiß noch nicht so richtig. Mal gucken. Da muss ich mich mal schlau machen, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich die Sichtweite ein bisschen weit eingestellt. Denn normalerweise ruckelt das hier nicht. Normalerweise ruckelt das doch nicht. Gucken. Nee. Jetzt läuft es doch wieder ziemlich glatt. Aber wenn ich hier in die Schmiede gehe... In der Schmiede... Boah, da geht die Framerate runter, aber übel. Das ist neu. Keine Ahnung, woran das liegt. Wir nehmen das mal raus. Das ist neu. Gut, okay. Dann können wir mal ein bisschen testen, was hier so, was so abgeht. Bei den Frames. Bei den Framen ist ja auch ein Volk, ne? Ja, schauen wir mal. Ist natürlich wieder mit Facecam. Es kann auch daran liegen, ich weiß es aber nicht genau. Die Musik kommt heute von Derek und Brandon Fitcher. Da werde ich immer mehr Freund von. Natürlich werde ich auch weiterhin die Musik von guten Kevin MacLeod spielen. Aber auch mal ein bisschen was anderes, damit ihr so ein bisschen zumindest... Oh, auch schon ziemlich voll. Vielleicht können wir die ganzen Erze mal auf eine Seite packen und die ganzen fertigen auf die andere. Weil das werden wir gleich alles unterkriegen hier. Das kriegen wir auf jeden Fall unter. Das Gebrannte. Warte, ich nehme das hier mal raus. Passt mal auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. So, so, so. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen sortieren. Dann werden wir heute wahrscheinlich noch unser... Na komm schon. Unser, unsere neuen Gegenstände, die wir aus den Dungeons haben, aufheben. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Das hier. Na komm schon. So, jetzt geht's besser. Du kommst auch rüber. Gleich haben wir keine Plätze mehr. So. Okay, jetzt können wir schon mal umräumen. Dann würde ich jetzt erst die Kohle reinräumen. Ich drücke immer noch STRG zusätzlich, wie bei Minecraft. Brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Machen wir die Kohle ganz oben hin. Ich bin immer noch leicht erkältet. Man hört das vielleicht. Aber auf dem Weg der Besserung. Entschuldigt bitte. Auf dem Wege der Besserung. Naja, zumindest was, ne? So, jetzt das Eisen. Das ist Feenmusik übrigens. Das war Kupfer hier, ne? Kupfer, Eisen, na, ist egal. Da dürfen wir jetzt nicht so, das dürfen wir nicht so eng sehen. Dann vielleicht das hier noch. Ich packe das jetzt erstmal alles so rum, damit das nicht zu lange dauert. Hier haben wir noch Gold. Hier ist, das ist glaube ich Aluminium, ne? Ne, das ist Gold und das ist Aluminium. Ja, sortieren tue ich das dann später mal. Und wir haben ganz viel Mithril. Davon packe ich mir auch gleich mal einen hier oben hin. Den werden wir nämlich gleich nochmal schmelzen, damit wir zumindest das ganze Mithril-Erz schon mal geschmolzen haben. Das teuerste zuerst. So, haben wir hier jetzt noch irgendwo, ja genau, da noch und da noch. Und jetzt haben wir nämlich unsere ganzen Erze auf der zweiten Seite. Ah, hier ist noch was. Zack. Die ganzen Erze auf der zweiten Seite und die ganzen Materialien aus Eisen auf der ersten Seite. So, das hier noch rein. Ich weiß, hätte ich vorher machen können. Naja, was will man tun? So, Mithril wollten wir in den Ofen packen.
ist immer noch übelst am Zappeln hier. Oi. Ich weiß, dass da was rumgeschraubt wurde mit den ganzen Framerates und so. Ich hoffe, dass da nichts schief gegangen ist bei. Aber naja, schauen wir mal. Zumindest stürzt das Spiel schon mal nicht ab. Und wenn es dann hier nur in der Schmiede ist, ist es auch nicht so schlimm. Hier sind wir nicht so oft. Vielleicht liegt es auch an den Rauchpartikeln, die wir unten jetzt haben. Am Rechner kann es eigentlich nicht liegen. Wirklich, bei weiß Gott nicht. Schauen wir mal. Kriegen das hin. Bin da die gute Inge. Kennt er ja. Ja, die Frage ist halt jetzt, was machen wir als nächstes? Na klar, jetzt erstmal unsere schönen Errungenschaften aufstellen. Das werden wir natürlich machen. Und dann werden wir aber auch wieder weiterbauen an der Villa, an unserer Strandvilla. Das ist mir auch noch sehr wichtig, dass wir da vorankommen. Ich werde das nächste Mal dann mal ohne Webcam ausprobieren in der Aufnahme. Mal gucken, ob es dann besser ist. Jetzt haben wir hier ein bisschen was über, das ist nicht so schlimm. Da gehen wir jetzt einfach hier auf die zweite Seite und packen das dazu. Gut, haben wir das schon mal erledigt. Einschalten dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und dann ab und zu mal nachsehen. Tür zu. So, hier läuft das Ganze schon wieder richtig rund. Merkwürdig. Was haben wir noch? Wir haben ja hier hinten diese neue Kiste, wo wir unseren ganzen Cruise drin haben. Wir haben hier die ganzen Skelettteile. Da hattet ihr geschrieben, die soll ich doch am besten in irgendwo schön hinpacken. Ich würde mal diese beiden Käfige mitnehmen und die, vor allen Dingen diese Eisenvase. Wo wollen wir die hinstellen? Wollen wir die hier unten in den Eingangsbereich irgendwo stellen? Nee, hier kein Käfig aufhängen. Nein. Oder ist die zu groß? Die ist schon ziemlich groß, ne? Wo würde sich das Ding schön machen? Hier unten irgendwo oder doch eher oben? Wir nehmen sie mal mit hoch. Würde sich auch hier in der Ecke ganz schön machen, ne? Hier so. Hier mal so eine Ecke. Muss wahrscheinlich mal drehen. Geht das? Ja, geht. So, dann könnte man sie hier in die Ecke stellen. Ah, ja, ist schon nicht schlecht, aber noch nicht richtig optimal. Hier über ist viel zu eng für die Vase. Hier. Vielleicht hier zwischen. Oder da in die Ecke, da würde sich doch schön machen. Da in die Ecke. So. Was, zu martialisch? Nein. So. Ach, die ist auch mit Feuer. Ja. Ja, doch. Kann man schon mal machen, ne? Und hier in die Ecke können wir jetzt im Käfig hängen. Nein, ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Bescheuert, ne? Kann man den nur hinstellen? Ach, den kann man nur hinstellen. Okay. Wir wollen ja noch einen Keller bauen, ne? Können wir eigentlich mal runtergehen in den Keller? Hier unten soll ja ein Keller hin. Da könnte sowas ja auch wunderbar rein. Da würde es wahrscheinlich besser passen alles. Unser Dungeon-Keller würde es dann werden. Da haben wir jetzt einen normalen Erdboden drin. Ja. Da müssten wir hier dann schon mal noch was wegnehmen auf jeden Fall. Dass wir hier einen vernünftigen Boden reinlegen können. Machen wir uns ein bisschen an den Keller. Das passt ja ganz gut zu Dungeons auch. Achso, und ich sollte ja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, es geht ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den Sound jetzt runtergestellt habe. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Ja, so dauert es länger. Okay. Hätten wir hier unseren Keller anfangen, ne? Wie machen wir den? Also oben würde ich schon ganz gerne so eine Schicht von dem Zeug haben. Dann brauchen wir den Stein auf jeden Fall. Und wir brauchen Fußboden. Welcher Fußboden waren in diesen Dungeons verlegt? Wir können ja jetzt auch die Dungeon-Steine dafür nehmen. Wir haben ja hier diesen... warte mal, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Wir haben doch hier jetzt diese Blöcke hier. Diese etwas... Ja, sehen so ein bisschen aus, als wenn sie angegammelt wären. Und wir haben auch Dungeon-Fußboden hier. War der aus den Dungeons? Nee, ich glaube nicht. Aber den würde ich, glaube ich, ganz gerne unten im Keller verlegen. Ich glaube schon. Weil was hätten wir für andere Möglichkeiten für einen Kellerraum? Gucken wir mal. Pflastersteine. Sowas könnte man natürlich nehmen.
Sowas wäre auch ganz nett für den Keller. Aber die sehen schon, glaube ich, am besten aus. Weil das ist zu hell. Er soll ja auch dunkel wirken. Ich glaube, wir nehmen die. Und das sind ja diese hier. Okay, nehmen wir die doch einfach mal. Bauen wir die Erdblöcke mal wieder ab. Hui, runter. Ja, oder die, ne? Die sehen auch verdammt cool aus eigentlich. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall passt hier diese Erde, passt, finde ich, gar nicht. So, die nehmen wir mal wieder weg. Die nehmen wir mal wieder weg. Die ist viel zu braun und viel zu feucht. Und also vom Aussehen her, wisst ihr? Feucht vom Aussehen. Wie kann denn etwas feucht aussehen? Ja, wenn es zu, ne? Das ist hier auch, glaube ich, Lehm jetzt. Lehmfußboden. Ne, ist einfach nur Block 51. Na gut. Ich würde aber für die Wände auch ganz gerne mal sehen. Wir gucken einfach mal. So, wenn wir hier jetzt den Fußboden nehmen. Diesen hier. So, das ist ja richtige Höhe hier, ne? So. Nehmen jetzt den als Fußboden. Ja, das ist schon ziemlich düster, ne? Schon ziemlich düster. Die Höhe passt. Die Höhe passt so fast. Und für die Wände würde ich auf jeden Fall dann... Moment, hier können wir mal die Axt beiseite packen. Für die Wände würde ich auf jeden Fall dann die Blöcke nehmen hier. Wird schon wieder schlechteres Wetter. Macht nichts, wir sind ja im Keller. Ja, das sieht ganz gut aus. 1, 2, 3. Dann würde ich wieder hier so einen nehmen, wisst ihr? Für die Decke, ja, okay, alles klar. Moment, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich auch erstmal... Können wir ja auch den hier reinlegen. Dass wir das alles so ein bisschen dungeonmäßig gestalten hier in unserem Keller. Der kleine Dungeon-Keller. Oh, schaut mal, ja. Es kommt schlechtes Wetter auf. Nicht gut. Ich werde jetzt erstmal nur diese eine Folge aufnehmen. Hier haben wir noch. Den haben wir noch. Und haben wir auf der zweiten Seite auch noch sowas. Ja, hier haben wir auch nochmal 11. Ne, das sind unterschiedliche. Warte mal, was ist denn das hier für welcher? Ich glaube, es ist der Block hier, Block 23. Ich hole mir mal Rohstein. Rohstein. Wird es auch wieder dunkel gleich? Muss doch nicht. Favoriten, der hier ist das, ne? Block 23. Und dafür machen wir uns jetzt mal 64 Stück. Da brauchen wir eh mehr von. Ja, es wird gerade dunkel. Aber im Keller ist es egal. Im Keller ist es eh dunkel. So. Und dann würde ich nämlich sagen, wir machen hier... Moment, der kommt mal weg. Da können wir vielleicht so ein paar Variationen da noch mitmachen. Das wäre ganz nett, glaube ich. Quatsch. Der ist das, ne? Moment, der hier. Ja. So. Da muss noch ein bisschen Erde weggekloppt werden. Kein Problem. Wir haben ja die Spitzhacke dabei. Und da kriegen wir auch gleich wieder Rohstoffe raus. Wie schön. So, nur nichts kaputt machen. Da müssen wir dran denken. Hinter wird man gar nicht mehr sehen, dass der Kellerraum so ein bisschen im Gestein hier drin ist. So, und dann können wir nämlich hier 1, 2, 3. Ja, oder wir machen Zweierfächer. Dass wir hier so Fächer machen, wisst ihr? Und da oben kommt ja dann die Decke hin. Hier kommt ja dann die Decke hin. Genau. Ich würde aber gerne noch ein weiteres Fach machen. Kriegen wir das noch hin? Müssen wir mal sehen. Wartet mal. So, Spitzhacke. Ich muss hier nochmal ein bisschen wegbuddeln. 1, 2, 3, 4. So, das kommt alles schön weg. Ich muss dann, glaube ich, nochmal hier eine große Buddelfolge machen. Also keine Folge, sondern einfach mal eine Buddelaktion, wo ich das mal alles wegbuddele. 2, 3, 4, 5. Achso, ich bin eh zu weit weg. 1, 2, achso, ja gut. Weiter können wir dann sowieso nicht gehen. Weiter können wir nicht gehen. Ja. Das muss auch noch weg. So, wir hätten also hier hinten sowieso dann mit dem maximale Ausdehnung von unserem Keller. Das heißt, im Grunde ist es egal, weil wir sind ja auch unter dem Weg noch. Von daher wäre es eigentlich egal.
Das hieß, hier kommt ein Träger hin. Hier hinten in die Ecke im Grunde. Warte, muss ich noch mal ein bisschen was wegkloppen. Jetzt regnet es auch noch. Auch das noch, Regen. Regen bringt Segen, ja, von wegen. Haha, reimt sich. Was sich reimt, ist sowieso schon mal grundsätzlich gut. So, das kommt auch noch weg. Ich mache mal kurz Licht an. Boah, ist das hell. So, okay, Freunde. Hier wäre dann... Oh, Mist. Naja, nicht so schlimm. Dürfen wir uns jetzt nicht dran stören. Mist. Da dürfen wir uns jetzt nicht dran stören. Oh, es war ein zu weit vorne. Da dürfen wir uns aber nicht dran stören. So, jetzt aber. So, wie viel haben wir jetzt hier zwischen? 4 wahrscheinlich. Haben wir hiervon noch welche? Ja, haben wir. Moment. 1, 2, 3, 4. Ja, super. Das hat ja super geklappt. Hier wäre noch ein Dreierfeld. Und dann könnten wir das nämlich so machen. Passt mal auf, Freunde. Dann müssen wir natürlich da hinten die nochmal wegkloppen. Ist mir eh zu weit raus dann. Dann wären wir schon unterm Hof. Und soll ja nur das Gebäude unterkellert sein. Nicht der Keller unterkellert. Das wäre albern. Habe ich den Einklotz jetzt kaputtgeschlagen oder ist der weggeswitcht? Ah ne, da ist er. Der war nur in den anderen Block reingefallen. Naja, es kann passieren. Ja, also es wird erstmal mit dem Keller weitergehen. Der war auch weg jetzt, okay. Mit dem Keller, wow. Mit dem Keller weitergehen. Nicht, dass ich ihn noch vom Kopf kriege, ich habe keinen Helm auf. Das wäre ganz, ganz schlecht. Also, die, wo fallen die denn alle hin? Hey, es geht aber nicht, dass ihr alle wegfallt hier. So, dann können wir nämlich hier sagen, wir machen einmal hier, ah Mist, falscher Block, naja, nochmal weg. So, du haust mir aber nicht ab, du bist aus dem Dungeon, du bist ein sehr wertvoller Block für mich. Wir machen das jetzt mal so, wir brauchen ja gerade keinen Fußboden. Ist es 23? Nein, der kommt hier ganz unten hin. Du bist 23. Ich bin schon 23. So. Dann, so, so, so. So ist richtig. Dann werden wir hier nämlich so eine Ecke hin machen. Moment. Hier im Grunde. 2, 3. Ja, hier unten ist dann halt, na, müssen wir mal kurz hochlegen, so. Da ist ja schon der Fußboden, das heißt, ja. Der Keller darf aber auch nicht zu flach werden. Das ist mir auch sehr wichtig. Das hieße aber, naja, ich lasse das erstmal so. Wisst ihr, damit können wir hier rüber gehen. Muss das alles weg? Ich weiß, man kann sich das momentan noch sehr schlecht vorstellen. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen mehr Fußboden verlegen einfach. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, das Ganze. Der würde ja bis hier hinten rangehen. So, da muss die Erde, der Erdeinbruch noch weg. Ich lege nochmal eine Reihe vor. So. Ihr wisst, diese Grundsatzplanung ist immer schwerste. So, ne? Das wäre also unser Boden hier. Hier käme eine Stahltür hin. Oh Gott, ich muss was essen. Fast am Sterben hier. Fast am Verdursten. Im Keller auch noch. Ja. Da wäre der Eingang. Dann hätten wir hier 1, 2. Hier muss das sowieso raus. Ups. Und wir werden eine Menge Stein verdonnern, glaube ich. So. Genau. Dann kommen hier ja die Dinger rein. Das können wir natürlich noch schicker machen hinterher, aber ich will das erstmal nur so grob stilieren. So. Und so. Und wenn ich das Licht ausmache... Ja, das finde ich schon nicht schlecht. Wenn hier dann Fackeln sind, dann wird das auch richtig beleuchtet. Ja. Und hier diese Blöcke, die können ja theoretisch weg. Nochmal Licht an, damit ihr auch was seht. Ich weiß ja, auf YouTube ist es immer noch ein Tuck dunkler, als wenn ich das hier so habe. So, weg. Ich will ja einen richtigen Gewölbekeller hier haben. So, ne? Da, das kann auch weg. Die sind eh zu viel.
Das ist ab und zu mal dadurch gekommen, weil ich einfach mal am Bauen war. Und dann mal einem zu tief gegangen bin, wie jetzt auch hier teilweise. Dann habe ich es einfach so gelassen, weil ich dachte, naja gut, der Block, wenn ich ihn jetzt abbaue, ist er sowieso weg. Jetzt können wir den aber sehr schön abbauen. Und dann könnte man ja zum Beispiel sagen, man macht hier zwischen. Also müsste hier sowieso noch ausbauen. Hm, wartet mal, wir haben noch diesen anderen Block. Nicht den, den nicht. Der hier. So, ne? Wie sehen das jetzt aus, wenn wir hier sagen, zum Beispiel, wir machen hier den. Hm, das ist nämlich ganz nett von der... Ja. Wartet mal. Gefällt mir das? Hier jetzt den so rüberziehen. Und daraus sozusagen die Deckenträger machen. Ziehe jetzt mal durch bis hier. Na? Und hier wäre dann der Deckenträger für den Kellerraum. Den Block müssten wir jetzt uns mal raussuchen, welcher das war. Das ist Block Nummer 30. Block Nummer 30. Entschuldigung, ich war kurz eingeschlafen. Block Nummer 30. Hm. Das gefällt mir auch gut. Weil der so ein bisschen verwaschener aussieht, ne? Allerdings, was mir nicht so gut gefällt, dass der hier so eine gleichmäßige Textur hat. Vielleicht können wir das ein bisschen variieren. Block 30 und den. Okay, wir brauchen also eine Menge hiervon. Von diesen Steinen. Wir brauchen eine Menge Stein, eine für sich und überhaupt. Und dann machen wir einen schönen Kellerraum hin. Nach hier dehnen wir das ganze Ding auch noch aus. Auch zwei breit und dann fünf lang oder so. Damit wir einen richtig coolen Keller kriegen. Und da oben fehlt auch noch ein Block. Sehe ich jetzt gerade. Den setzen wir jetzt noch rein und dann ist die Folge erstmal um. Und ich werde mich dann hinsetzen und ein bisschen bauen. Ja, man könnte jetzt auch hier sagen zum Beispiel, dass man dann, und hier kommt ja dann so ein Gewölbe sowieso hin. Das hieße so und so wahrscheinlich. Na? So und so und da kommen dann Bögen dran, damit das Ganze ein bisschen bögenförmig aussieht. Ihr wisst ja, was ich meine. Frauen haben lange Beine. Dann machen wir jetzt einen schönen Gewölbekeller hier raus. Ja, das wird bestimmt ganz schick. Von der Höhe her reicht das auch. Der darf auch nicht so hoch sein. Unser Gewölbekeller. Der soll schon klein und gedrungen wirken, so ein bisschen. Oder man kann sogar noch einen Absatz reinmachen. Das können wir uns alles überlegen. Es ist dunkel und ich sage, beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Kellerausbau hier an unserer schönen Strandvilla. Achso, Ofen muss ich noch ausschalten, das ist ganz wichtig. Jetzt werden gleich wieder die Frames runtergehen. Ja, ist nämlich fertig. Zack, ja, tatsächlich. Hier gehen sofort die Frames runter bei der Schmiede. Unglaublich. Also, aus tiefschwarzer Nacht ist er, wo der Opa erwacht ist. Da sagt er auch wieder gesehen. Das war ja toll eben. Nein, ich verabschiede mich von dieser Stelle. Und sage bis morgen, meine lieben tapferen Freunde, oder übermorgen in der Rising World. Es geht auf jeden Fall weiter, auch nach der 300. Ja, bis dann, meine lieben tapferen Freunde.